Um die uralte Handwerkstechnik des Schmiedens ging es während eines Wochenendkurses der Kreisvolkshochschule Northeim. In der Lernwerkstatt des PS-Speichers in Einbeck waren dazu völlig unterschiedliche Menschen, ohne Vorkenntnisse, aber mit großer Motivation zusammengekommen. Der schiebst du uns da links einfach nur, ne? Mhm. Die sägt nur nach vorne. Hinten sägt sie nicht. Also nur nach vorne schiebt sie. Die jetzt hier sind, haben noch nie Feuer gemacht. Die wissen gar nicht, was eine Esse ist. Und heute habe ich ja sozusagen die Aufgabe gestellt, die ersten Grundkenntnisse sozusagen zu erfahren. Also wie macht man Feuer? Wann verbrennt das Eisen? Wie modelliert man das Eisen? Und wie kriegt man sozusagen am Ende einen brauchbaren Gegenstand heraus? Menschen schmieden seit 3000 Jahren. Das Handwerk hat seinen Reiz aber bis heute nicht verloren. Und worauf kommt es beim Schmieden an? Die erste Sache, die man braucht, ist Ausdauer. Man muss sehr viel Ausdauer haben. Denn das Lernen, das passiert über viele Jahre, weil das, was ich jetzt, sage ich mal, innerhalb von 20 Jahren gelernt habe, das kann ich nicht an einem Tag vermitteln. Also insofern ist jetzt von den Teilnehmern erstmal gefragt Ausdauer. Naja, beim Messerschmieden, sage ich mal, ist ja das Ziel, ein Messer zu erzeugen, zu schmieden, dass man sozusagen wirklich im Einsatz hat, entweder beim Zelten oder bei den Pfadfindern draußen im Wald oder eben, um eine schöne Tomate zu schneiden, ohne dass die kaputt geht. Das heißt, man muss wissen, wie man es härtet, man muss wissen, wie man es schleift und man muss natürlich auch wissen, welchen Stahl man nimmt. Das ist ganz entscheidend. Der Kreisvolkshochschule und dem Kursleiter kommt es auch darauf an, dazu beizutragen, die alte Handwerkstechnik zu erhalten. Naja, die alten Handwerkstechniken, die sind alt, teilweise aber auch ein paar tausend Jahre alt. Und die hatten ja, sage ich mal, viele tausend oder viele hundert Jahre ja die Menschen bereichert. Und die Techniken sind zwar alt, aber die sind nicht primitiv oder nicht schlecht oder nicht dumm, sondern wir sind eigentlich so dumm, dass wir sie vergessen oder nicht benutzen. Also bestimmte Sachen sind einfach wichtig, dass man sie noch heute weiß, um damit neue Ideen und neue Kreativität zu entwickeln. Jetzt kann ich das Ganze so ganz gut halten und gut in der Zange. Ne, also jetzt nicht so anfassen, hoppala, ne, sondern hochkant. Okay. Dann liegt das da schön drin und dann kannst du es in allen Richtungen eigentlich ganz gut halten. Wir wollen mit der Lernwerkstatt junge Menschen und für Technik begeistern. Wir wollen die alten Berufe wieder so ein bisschen erhalten und natürlich alte Handwerkstechniken, wie jetzt zum Beispiel das Schmieden, erhalten und den Leuten wieder näher bringen. Aber der Hauptgrund ist, junge Menschen und Kinder, Schüler und Schülerinnen somit also für Technik zu begeistern. Wir werden kooperieren mit Schulen. Wir haben einen Partner an unserer Seite stehen, die Stiftung Niedersachsen Metall, mit der wir eng zusammenarbeiten, die Kontakte in die Schule haben. Mit denen werden wir verschiedene Workshops anbieten. Jetzt im Dezember wird es noch einen Workshop geben. Da geht es um Löten von Weihnachtsschmuck und natürlich, und das sehen wir ja heute bei dem Schmiedekurs, wollen wir alle Menschen ansprechen, die einfach Lust haben zum Schmieden, zum Schrauben an Autos, einfach wieder neue Techniken kennenzulernen oder einfach sich was Neues anzueignen. Infos über diesen und weitere Kurse gibt es bei der Kreisvolkshochschule.